Vielen Dank, schönen guten Abend, schön, dass Sie alle da sind, schön, dass ihr alle da seid. Ich beginne mit der literarischen Lesung. Das ist mein Buch über den deutschen Wald. Neulich war ich mal wieder in Amerika. Wir haben beide einen Hut auf. Udo konnte sich nicht entscheiden, welchen er mitnimmt, hatte keine Hutschachtel griffbereit, also war für den Zweithut die sicherste Beförderungsart mein Kopf. Boah, bin ich aufgeregt. Ist es herrlich. So aufgeregt. Entschuldigung. Jetzt ein bisschen kokett, aber es ist tatsächlich so. Heute bin ich echt aufgeregt. Gestern war ich in Fulda, da war alles so ein bisschen scheißegal. Naja, nein. Das ist so. Muss ich mich erst kurz beruhigen. Da hat mir die Stadt Frankfurt schon öfter bei geholfen. Eine Million Dollar Tipp meines Freundes Udo Lindenberg. Ja, Stuckiman, wenn du aufgeregt bist, sag das den Leuten einfach. Ne? Sag denen das. Finde ich geil. Viele von denen sind ja auch aufgeregt. Ne? Dass sie dich mal sehen und so, ist doch gut. Ja, sag denen das, hast ein gemeinsames Problem, gute Sache. Ne? Dann mal kicken. Ne? Ja, und das stimmt auch. Eigentlich ist alles Vorbereitung gewesen, die letzten 3-4 Wochen. Alles ich will euch jetzt nicht unnötig unter Druck setzen, aber eigentlich schon. Gezielte emotionale Erpressung, alles Trainingslager für Frankfurt, Höhentraining in Erlangen, auf eine Art Tiefentraining in Fulda. Nein, das war schön da, also halt für die, die da waren, war es schön. Ganz viele in Fulda hatten auch keine Zeit. Naja. Und ich habe, also man wird ja auch ein bisschen so zur regionalen Nutte im Rahmen so einer Tour. Ich achte ja durch so einen relativ unsteten Lebenswandel dafür, dass ich einfach überall behaupten kann, endlich zu Hause. Hannover wohnen meine Eltern, in Kiel wohnt meine Patentante, in vielen Städten wohne ich selbst zum Teil, Berlin zum Beispiel. Hamburg habe ich auch mal gewohnt, Köln und so. Und in so Städten wie Dresden helfe ich mir dann mit dem Satz, es gibt eine Stadt, in die ich gerne noch mal ziehen würde. Aber in Frankfurt habe ich echt schon mal gewohnt. Und insofern wäre es schon geil, wenn ihr heute alle kommt. Aber da sind wir ja schon. Ich fange dann mal an mit der Lesung. Boah, jetzt hilft. Sag denen das, ne? Sag denen das einfach. Am schönsten, wenn ich noch zwei Sachen von der Tournee erzählen darf, vielleicht. In Münster, wo ich immer dachte, ich sei schon durch Göttingen, wo ich auch mal gelebt habe, demzufolge auch Heimspiel für mich da, wo ich dachte, das ist schon Ökohausen, aber das ist noch gar nichts gegen Münster. Da musst du dann echt fragen, Entschuldigung, habt ihr auch Straßen neben den Fahrradwegen? Und die Leute lieben da wahnsinnig das Wort quasi. Ich hatte den Weg vom Hotel zum Veranstaltungsort, relativ groß ausverkauft, waren nur 300 Meter geradeaus, zu leicht für Münster. Also die Wegbeschreibung ging, also du musst quasi hier die Straße runtergehen, dann kommst du da quasi an der Ampel und dann musst du rübergehen und dann lässt du rechts die Rote Fabrik quasi rechts liegen. Und gehst dann noch einmal links, hältst dich dann quasi links. Und inwieweit kann denn eine Ampel quasi sein? Das ist doch klassische 0-1-Sache eigentlich. Entweder Ampel oder nicht. Quasi eine Ampel ist mir schon zu hippie-mäßig. Ich dachte dann, das klingt ja wahnsinnig kompliziert, aber dann war ich quasi schon da. Und das andere tolle Erlebnis, viel mehr gab es eigentlich gar nicht. Also Sachen, die man teilen könnte. Doch, das war in Dortmund, habe ich meine Uhr verschenkt. Insofern, wenn ihr noch Anschlusstermine habt, zwischendurch einfach immer zur vollen Stunde einen Bierbecher nach vorne werfen, weil ich einfach keine Armbanduhr mehr habe jetzt. Und in Kiel war es schön, da hieß der auch ausverkaufte Saal Traumfabrik. Und ich sagte zum Taxifahrer, weil ich sehr reich bin, fahre ich immer mit dem Taxi,
und sagte, ich möchte bitte einmal zur Traumfabrik. Und er sagte, alles klar, einmal Trauma. Das ist im Grunde mein Buch. Das ist in einem Satz mein Buch. Einmal Traumfabrik, alles klar, Trauma. Und das waren die schönen Erlebnisse auf dieser Tour, wenn ihr das hochrechnet, 4 Wochen. Da ist noch Luft nach oben. In Düsseldorf, aber sowas, das ging halt in, geht halt nicht in jeder Stadt, das geht halt in Düsseldorf, da haben mich die Leute auf den Händen getragen. Auf meinen Wunsch hin. Aber sie haben es gemacht. Ist keine Präjudiz für heute Abend, aber ja, mal kicken, ne? Wir haben beide einen Hut auf. Udo konnte sich nicht entscheiden, welchen er mitnimmt, hatte keine Hutschachtel griffbereit, also war für den Zweithut die sicherste Beförderungsart mein Kopf. Seit einer Stunde stehen wir in der Warteschlange vor den Einreiseschaltern des Flughafens von Los Angeles und je näher wir den grimmig schauenden Uniformierten in ihren Glaskästen kommen, desto nervöser werde ich. Wie sie 100-mal zwischen Pass und einreisenden Gesicht hin und her schauen, in ihren Computer gucken, unfreundliche Generalverdachtsfragen stellen, Fingerabdrücke nehmen, Fotos von einem machen. Schrecklich. Land of the free, aber wirklich erst, wenn man drin ist. Wir sind Touristen, das ist ganz wichtig. Holiday, Vacation, Urlaub, Urlaub, Urlaub. Davon darf man nicht abweichen, egal mit welchen Trickfragen sie kommen. Urlaub. Ich habe zur Sicherheit auch Udos ESTA-Nummer auf einem Klebezettel in meiner Reiseunterlagen-Klarsichtfolie. Udo hat seinen Reisepass schon aufgeklappt in der Hand. Er glaubt, dass es ganz schnell geht. Wie immer, wenn wir zusammen reisen, nehme ich ihm kurz Pass und Ausweis ab und freue mich an den dort festgehaltenen Staatsbürgerfakten. Udo Gerhard Lindenberg. Wohnsitz Hotel Atlantik. Ein Schalter wird frei und der Uniformierte in dem uns barsch zugewiesenen Glaskasten hat besonders schlechte Laune. Natürlich sind wir rein äußerlich ein seltsames Paar, nicht unbedingt Leute, die man ohne Nachfragen durchwinkt. Udo in engen Nadelstreifenhosen mit Nietengürtel und auf neongrünen Socken. Er hatte keine Lust mehr auf Schuhe nach dem langen Flug. Dazu eine Art Kapitänsuniformjacke und einen braunen Hut. Ich mit Matrosenhemd und Jogginghose, Udos Zweithut auf dem Kopf, einem Tropenhut. In Deutschland wäre das gewiss anders, doch wenn man ihn nicht kennt und einfach zum ersten Mal Udo Lindenberg sieht, so wie der eben aussieht, tja, was macht man da als Grenzkontroll-Dobermann? Es ist ja nicht so, dass wir aussehen, als hätten wir eventuell Drogen dabei oder so. Wir sehen vielmehr aus, als bestünden wir praktisch aus Drogen. Säße ich in so einem Glaskasten, diese beiden Typen würde ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Jetzt keinen Fehler machen. Freundlich, aufgeräumt, klar, unverdächtig wirken. Immer wenn man das versucht, wirkt man natürlich besonders verdächtig. Ich fange an zu schwitzen. Erst jetzt bemerke ich, dass Udo tatsächlich Zigarre raucht. Ganz lässig, beiläufig, im Flughafengebäude im rauchparanoiden Amerika. Hi, hi, yeah, here we are, happy to be here again, how are you doing, man, good looking, what are you cooking? Sagt Udo und pafft an seiner Zigarre. Und ich denke, das war's dann. Der Uniformierte ist nicht zu Späßen aufgelegt, doch da kennt er Udo schlecht. Den aus der Ruhe zu bringen, da braucht es schon mehr als missmutig zu gucken und zu bellen, no smoking, sir. Oh, excuse me, yeah, 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 sagt Udo friedlich und lässt die Zigarre brennen, hält sie aber jetzt auf Gürtelhöhe. Das ist sein Kompromissangebot an die Vereinigten Staaten von Amerika. Neue Eskalationsstufe, vor 2-3 Wochen kennengelernt bei Udo, es geht also noch besser. Rauchend irgendwo stehen. In einem geschlossenen Raum kommt jemand an und sagt seinen Bürgerspruch auf, Herr Lindenberg, tut mir sehr leid, hier geht nie und so. Ja. Weißt du musst das sagen und ich muss rauchen. Alles klar, ne? Ja, alles klar. Ich versuche, das Schlimmste zu verhindern und geselle mich dazu, werde aber streng zurück hinter die Absperrung geschickt. Einzelvernehmung. Und so kann ich nicht eingreifen und sehe und höre nur, wie alles immer schlimmer wird.
Udo hört gar nicht auf zu reden. Der Uniformierte fragt Udo, was er beruflich mache. Schon toll, dass Udo das nochmal gefragt wird in seinem Leben. I'm a musician, started as a drummer, you know, back then, 100 years ago. Mm-hmm. Toll Ding als Passport, hier, ja, Passport. Mm-hmm. Das ist komplett wahnsinnig. Udo trommelt ein bisschen mit seinem Reisepass und seiner Sonnenbrille auf dem Grenzschaltertresen herum. Drummer, Jazz Drummer, you know, yeah, but now... Er muss jetzt sofort aufhören, seinen Wikipedia-Eintrag szenisch vorzutanzen. Ich nähere mich nochmal, um die Sache abzukürzen, aber der Uniformierte wedelt mich weg wie eine Schmeißfliege. Ich höre Udo sagen, er sei von Beruf Udo Lindenberg. Diesen Beruf gäbe es nur einmal auf der Welt. UDO, Udo, not UFO, nicht UFO. Wobei, so sicher könne man da gar nicht sein, denn er sei eigentlich heimlich, aber das dürfe keiner wissen. Hier könne er ja mal drüber reden. Das entführte Kind von Charles Lindbergh. Ah ja. Der Uniformierte guckt jetzt nicht mehr misstrauisch. Es ist jetzt mehr so ein Guantanamo-Blick. Man weiß auch nicht genau, jetzt ist die Stimme gerade geil angeraut. Ne? Immer unangenehm, wenn man möchte, dass sich jemand räuspert. Und dieser jemand ist man selbst. Und alle gucken einen an. Und es wird besser dadurch, dass man es thematisiert. Das ist eine ganz klare Erfahrung, die ich habe. Auch in Fulda, wo wir zum Teil auf der Bühne mehr Leute waren als davor. Ja, yeah. Wo waren wir denn? Ja, yeah. Guantanamo-Blick. Ne? Mm. Er sei, fährt Udo fort, ein in Deutschland sehr berühmter Rockmusiker, aber man wisse ja nie, junge Talente weltweit unterwegs. Ne? Vielleicht werde das ja noch was mit seiner Karriere in Amerika. Er zeigt, das tut er wirklich, dem Uniformierten auf seinem iPhone einen Videomitschnitt von einem seiner Stadionkonzerte. Yeah, that's me flying there, you see, yeah, yeah, gudong, gudong. Ne? Und ich denke, alles klar, das endet auf jeden Fall in einem fensterlosen Raum. Und wie geht's nun weiter mit Udo und dem Uniformierten? Och, Udo erzählt ihm gerade, er und ich, wir seien Straßenkatzen. Deshalb könnte man noch gar nicht so genau sagen, was wir hier machen würden und wie lange und... Wo? Naja, das werde man ja dann sehen, ne? Zwar seien German Lyrics seine Spezialität, doch sei er immer offen für Neues und so ein Welthit, och, den würde er schon nehmen. Warum nicht? Ginge zur Not auch auf Englisch und vielleicht finde er ja hier mit seinem Hitnäschen irgendwo in der Wüste oder in der schummrigen Bar oder so ein Lied, das er mit seiner Stimme veredeln könne. Ob vielleicht er, der Uniformierte, zufällig einen dabei hätte, einen Hit? You never know. Er sähe sehr musikalisch aus, ob er nicht manchmal zu Hause unter der Dusche musiziere für seine gewiss sehr hübsche Frau. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Diese volle Ladung Udo Charme und improvisierender Laberjazz sind dem Uniformierten zu viel. Jetzt fällt er wirklich aus seiner Rolle, der des abweisenden Angstverbreiters, und er lacht. Er hört gar nicht auf zu lachen. Er winkt Udo weiter, lacht immer noch, schüttelt den Kopf, ruft Udo hinterher, dass er ein lustiger Typ sei. And good luck. Dann bin ich dran. Ob ich zu dem gehöre, fragt der Uniformierte, zeigt auf Udo, immer noch kopfschüttelnd und lachend. Ja, sage ich, und darf direkt hinter Udo hergehen, ganz kurzer Blick in den Pass, ja, ja, alles klar. Alles klar, ne? Ich gehöre zu Udo, so viel ist sicher. Bom. Vielen Dank. Dankeschön, sehr nett. So fängt dieses Buch an. Und das ist ein sicheres Zeichen, wenn man oft natürlich, es geht auch durch verschiedene Stimmungen, ist so eine Art Entwicklungsroman mit Lesefädchen übrigens. Und jede Seite passiert was Neues und so, tierisch was los, Kindheit und so, das kann ich jetzt alles natürlich nur streifen. Und da sind natürlich dann auch zwischendurch auch härtere Passagen, weil ich weiß, wie man als Publikum reagieren soll. Also das kann ich gut verstehen, dass man dann denkt, stört man da jetzt irgendwie bei der Therapie oder so? Dürfen wir applaudieren? Da kann ich nur einfach sagen, ja.